Hey Leute, der Techniker hier. Schaut mal, wenn ich wieder da habe. Ein bekanntes Gesicht im Setup-Rating-Universum. Die Vanessa ist wieder mit am Start. Wir haben extrem viele Setups, wie immer. Aber diesmal ganz besondere Setups, denn wir haben Community-Mitglieder-Setups von Leuten, die bereits bei uns auf dem Discord sind, mit mir und mit anderen Community-Mitgliedern regelmäßig zocken und vor allem ziemlich geile Setups auf jeden Fall. Bin ich schon gespannt. Bist du auch gespannt? Ich bin übel gespannt. Weiß noch gar nicht, was reinkommt. Seid ihr auch gespannt? Let's go. Ich kenne die Leute, ich kenne, glaube ich, ein bisschen so die Setups. Ich glaube, da ist was Krasses dabei und das Ganze schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, dann fangen wir mal mit dem ersten. Das ist der André R. Ist es richtig? Habe ich es richtig gesagt? Ja. André R. Ja. Also da stand Ende. Ja, genau. Egal. Okay, ja, let's go. Er hat schöne Fotos, definitiv. Geile Perspektive auf jeden Fall. Und ein sehr interessantes PC. Nicht schlecht. Oh ja, wir schauen mal weiter. Das invertierte System hier sieht schon ziemlich nice aus. Sieht professionell aus. Also professionell in dem Sinne, dass man es nicht so oft sieht. Ja. So wie es eingebaut ist. Das System ist eigentlich ganz cool. Er tut von der CPU aus direkt die Luft übers Gehäuse hinten rausschieben. Ja. Und von der Grafikkarte oben mit Frischluft befeuern. Es hat bestimmt ganz nice Temperaturen. Also vor allem ziemlich interessant, wenn man es das erste Mal sieht. Ja, wie Quiet Pure Base 702. Ne, Dark Base 702 müsste das Gehäuse sein. Vor allem, der hat den anders hingestellt. Also die Front vom Case ist eigentlich da links, ne? Und die Kabel gehen nach da raus und das hat er halt ausgenutzt zum Fenster. Gefällt dir das mit dieser Signatur, sage ich mal, im Gehäuse, dieses Pinke? Ja, also ich finde, das ist eben auch das, was man nicht so oft sieht. Finde ich sogar geiler, weil wenn es noch innen drin wäre, wäre es zu viel. Weißt du, was ich meine? Draußen am Gehäuse hat es was, ja. Viel besser. Mir gefällt es auch wirklich sehr. Ach, Schleichwerbung. Techniker Schleichwerbung. Yeah. Hey, Kollege. Kollege, wenn die Vanessa Kollege sagt. Also ich find's geil. Ich finde das ganze Gehäuse so geil eingebaut, dass ich eigentlich nichts zu bemängeln habe. Ja. Und du? Nee, vor allem echt, also ich finde es, wie gesagt, echt extrem interessant mit diesem Konzept halt von der Luft. Also der holt von vorne, also eigentlich von hinten, weil er es ja umgedreht hat, die Luft rein, schiebt die komplett über die Grafikkarte, über das Ding hinweg. Also ziemlich durchdacht, also echt wirklich krass, echt interessant. Okay, war Stuhl. Stuhl sieht nice aus, ja. Mir gefällt das, weil das alles so clean ist, weißt du, ganz sauber aufgeräumt, alles übrigens. Wireless, keine Kabel. Ja, ist alles aufgeräumt, es steht auch nicht so viel rum. Ja. Also es ist wirklich nur das Wichtigste auf dem Tisch. Ja, richtig angenehm. Es ist echt geil. Ja. So. Schauen wir mal, was er uns geschrieben hat, was das für System ist. Kurz mal über die Speckliste schauen. Das ist das Corsair V-Engines RGB-RAM mit 3600 MHz. Hat LL-Lüfter, ist Dark Base 700, ist das Gehäuse, wie gesagt, sehr interessant, eben invertiert verbaut. Hat 140 mm Silent Wings 3 vorne beim Einzug. Ist ein Dark Rock 4 Pro Kühler, 750 Watt Netzteil, eine Asus ROG Strix 3080 Grafikkarte mit einem Ryzen 5 3600 gepaart auf dem B550F Gaming Motherboard. Sehr schön. Er hat uns noch ein bisschen was geschrieben, ne? Das ausführt. Natürlich ja sogar. Aber ich... Willst du vorlesen? Soll ich vorlesen? Ich kann gerne. Ja, schieß mal los. Hallo ihr zwei, ich feiere euch mega und hab mir gedacht, ich schicke euch mal mein Interview... Was?
invertiert. Okay, du liest. Alter. Oh Gott, ich schieb's mal ein bisschen weiter rüber. Dann kann ich es nicht lesen. Sonst verlese ich mich auch die ganze Zeit. Ich schicke euch mal mein invertiertes System. Eigentlich sollte mein alter Aldi-PC nur eine neue Grafikkarte bekommen. Boy, that escalated quickly. Und dann macht man sowas draus, okay? Verstehe. Von dem habe ich auch die Idee mit der Invertierung. So pustet mir die warme Luft nicht auf den Pelz, wenn ich sehen will, was im PC ist. Doch dann kam Corona, Homeoffice und dein Kanal. Also ja, Corona hat krasse Sachen aus Leuten gemacht, glaube ich. Oh ja. Die Leute haben sich so sehr mit sich selber mal beschäftigt zu Hause. Ich finde es richtig geil eigentlich. Was hast du während Corona gemacht eigentlich? Ich habe Instagram zum Beispiel weitergeführt. Instagram so weitergeführt. So habe ich meins. Und auch, wie du schon sagst, zu sich selbst ein bisschen mehr finden. Ja, man. Aber viele, krass. Ich weiß nicht, sind noch ein bisschen hängen geblieben. Ja, viele haben einfach nur Scheiße gemacht. Und nee, kann auch noch hier die Dinger durchswitchen. Wie heißt das? TikTok? Ja, okay. Das meine ich jetzt nicht damit. So 3 Sekunden Brainlag. Das ist echt... Nee, man kann wirklich was Kreatives drauf machen, was du gemacht hast. Finde ich cool. Ich arbeite im Vertrieb und brauche etwas Leises. Zum Zocken etwas mit Dampf. Und wenn ich mal nicht am Schreibtisch sitze, etwas mit Qualität zum Undervolten fürs Ethereum-Mining. Ziemlich interessant. Gaming-Maschine mit Ethereum-Mining. Da macht dieses Bitcoin-Mining, diese Kryptowährungen anscheinend. Mit der Grafikkarte auch. Ich wollte also einen schicken PC mit viel dezenter RGB und guter Belüftung mit der Möglichkeit, beim Minen alles auszuschalten. Das ist ziemlich cool geworden. Du bist der Einzige, der Corsair Hardware verständlich erklärt. Danke dafür. Danke dir für dieses großartige Lob. Erzähl es mal Corsair, weil die glauben es nicht irgendwie. Aber scheiß auf dich. Nein, Schwan. Ist so. Nach gefühlten 1000 YouTube-Videos habe ich mir jetzt alles selbst zusammengebaut und warte täglich auf den Amazon-Mann. Das ist cool. Im Moment gehe ich mit 4200 Umdrehungen vorne ins Gehäuse. 4200 ist echt derbe. Das soll leise sein und mit 3000 Umdrehungen oben wieder raus. Alles Silent Wings 3. Gut, mit Silent Wings kann man das gut hinbekommen. Der umgesetzte Lüfter am Darkrock Pro und der Lüfter machen einen super Job unter der Asus Strix 3080. Bei meinen habe ich die Graka auf 59 Grad bei 55% Fanspeed und 240 Watt. Beim Zocken jedoch auf 74 Grad im Automodus und der Rest wäre mir egal. Meinst du, da geht noch was in dem Gehäuse? Also ich glaube, du hast das Beste rausgeholt. Ich glaube nicht, dass man es irgendwie noch viel besser machen könnte. Also es ist schon, glaube ich, echt sehr gut. Es sieht krass aus und ist echt durchdacht. Okay. Ja. Müsstest wahrscheinlich die Grafikkarte unter Wasser setzen, schätze ich an, das kriegst du sie nicht runter. Es ist auch so, dass Grafikkarten eine Target Temperature im BIOS haben und die Grafikkarte wird immer dahin arbeiten, dass die diese Temperatur erreicht. Die wird automatisch zum Teil übertaktet, wenn die Temperatur es zulässt und somit hast du eigentlich fast immer diese Temperatur. Gut, jetzt weiß ich nicht, was du mit Undervolting und so alles noch erreicht und erzielt hast, aber prinzipiell ist nächster Schritt, ist, glaube ich, Wasser, weil die Temperaturen sind echt eigentlich beneidenswert. Liebe Grüße aus Hannover, André. Sehr cool, dass du uns das Setup angeschickt hast. Sehr interessantes Setup. Sowohl vom Ästhetischen her, von den Farben her. Habe ich Setup gesagt? Habe ich Setup gesagt? Aber du hast danach Setup gesagt. Alles gut. Es ist echt geil geworden. Also hast du echt gut gemacht. No joke. Ist auch nicht so stunnyhaft. Was ist stunnyhaft? So, als ob du stunnyhaft nicht kennst. Ich kenne nicht stunnyhaft. Aus dem Englischen Stun ist halt, wenn man kurzzeitig... Wenn zum Beispiel so ein... Jetzt ist doch übelst Locken im Hype. Übelst Jungs mit Locken. Ja, Digga, das ist dick. In ganz dabei, Neustadt ja. Ist meinst so stunny, dass jeder mit Locken rumläuft. Du meinst diese also, Sackhaare auf dem Kopf, Alter. Diese gekräuselten Oldschool-Porno-Sackhaare auf dem Kopf. Sehr. Also es ist so ein Trend. Also ich mag's nicht. Magst du's? Also vielen steht's. Sagen wir es so. Echt? Ja, doch. Denjenigen musst du mir mal zeigen, im steht. Also es gibt viele, denen es echt steht, aber mein Mann... Willst du mir stehen? Ja, übel. Und Sackhaarung? Also irgendwann bestelle ich so eine Perücke und so Locken, ich schwöre. Und dann testen wir es. Geil, ja. Bei mir, okay. Bin ich gespannt auf die Folge. Gemacht, okay, dann schauen wir mal zum nächsten. Yes. Musst du gucken, wie du den Holzkorb aussperrst. Ich kann das auch nicht. Okay. Naughty and wise, oder? Ja. Was ist? Okay. Kann ich loslegen? Ja, ne, los. Also, kommen wir zum nächsten, und zwar zum Naughty and wise. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich kenne den Kollege. Mal sehen, was er reingeschickt hat. Also. Sehr rot. Warte ganz kurz, ist das übelst der Penner? Oder ist er ganz...
Cool. Nee, der ist korrekt. Der ist korrekt. Echt, der kennt sich auch, der hilft mir auch manchmal. Also öfters. Das ist, wenn ich irgendwo nicht weiter weiß. Mit PC und so? Ja. Der, okay, also es ist echt cool. Jemand, der sich auch richtig gut auskennt. Außer beim Kabelmanagement, da alles ein bisschen zu wünschen. Ist das ganze Kabelgewurschtel von den Lüftern? Aber das Setup sieht cool aus. Das sieht extrem gut. Guck mal, das Mikro. Auch sehr professionell. Sieht geil aus, ja. Ist auch so ein Anime-Schauer. Okay. Ich glaube, für die Joy. Für die Joy war es, ja. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Olle ist auf dem Hintergrund, aber Joy hat's gewusst. Es passt auf jeden Fall zum ganzen Bild. Mir wird es extremst auf den Pissers gehen, dass da unten der PC ist halt bei meinen Füßen. Der sieht eigentlich voll cool aus. Ja, stimmt, aber guck mal, der hat da noch gar keinen Platz. Ja, wegen der Dachschräge oder was, ne? Nein, ja, auch, aber weil der Tisch da endet. Das, ich würde irgendwie eine andere Lösung finden. Mich würde stören, der PC da unten. Weiß nicht. Es ist schade. Ich glaube, es ist Geschmackssache. Ich glaube echt, es ist Geschmackssache. Im Prinzip ist es chillig. Ich hätte zu Angst. Es sieht extrem chillig aus. Es sieht chillig aus. Und es sieht sauber aus. Ja. Dachschrägen sind eh immer chillig. Ja. Und sauber und ordentlich, ja. Vor allem mit dem roten. Finde ich auch cool. Hat er noch ein Bild irgendwie so? Oh, cool, der hat Nanoleafs. Ich habe mir immer noch keine leisten können. Nee, im Gesamten sieht es echt chillig aus. Das ist halt so eine Zockerecke. Wie findest du diese Nanoleafs oben? Also ich finde es irgendwie unpassend. Irgendwie unpassend. Das passt irgendwie gerade nicht dazu. Mit dem Gelb vielleicht passt gerade nicht dazu, aber ich liebe. Aber was ist denn das? Also was bringt das? Das sind so Leuchtpaneele und die kannst du halt Farben, RGB-Farben durchlaufen lassen. Ach so. Mittlerweile sieht man die eigentlich bei fast jedem Setup, aber ich, wie gesagt, ich habe mir leider immer noch keine leisten können. Ich finde die echt geil. Irgendwann will ich die auch gerne. Ja, aber ich kenne das nicht, aber wenn das... Also es ist einstellbar quasi. Ja, genau. Also du könntest jetzt jede Farbe einstellen oder auch durchlaufende Farbeffekte drüber laufen lassen. Ich finde es halt ultra boring, dass er halt leider nur so einen Streifen gemacht hat. Jetzt halt irgendwie anders angeordnet. Das ist das Einzige. Ja, beim Gesamten finde ich es eigentlich ganz chillig. Ja, lass mal gucken, was er geschrieben hat. Ja. Hat er dich direkt angeschrieben? Bestimmt. Hier oder? Kommen die Specs. Da hat der Vanessa irgendwas geschrieben? Bestimmt. Nee, ganz sauber die Specs. Tastatur Fnatic Mini Streak, Mouse Razer Lancehead, Kopfhörer ist ein Beyer Dynamic DT770 Pro mit 250 Ohm, nice. Monitor links AOC 60 Hertz, genau Namen kenne ich nicht. Monitor rechts MSI 144 Hertz, genau Namen kenne ich nicht. Lautsprecher Logitech Z537, das Mic ist ein HyperX Quadcast. Das Case von Amazon überhaupt nicht zu empfehlen, für Kabelmanagement nicht geeignet. Deswegen hat er das ganze Kabel gewurschtelt drin, weil er irgendwie hinten anscheinend im Case nicht klargekommen ist. Ein Intel i7-9700K, ein Nvidia GTX 1060 mit 6 GB, Bilder mit Kartoffel gemacht. Was für Kartoffel? Ach, das ist so eine typische Sprüche, die er manchmal droppt. Okay, Bilder mit Kartoffel gemacht. Okay, alles klar. Schöne Bilder mit Kartoffel gemacht. Richtig gut. Sehr schön. Dann swipen wir zum nächsten, jo, oder? Danke fürs Einsenden, Not Hinweis. Geht's zum nächsten. So, und das nächste Setup freue ich mich besonders, das vorzustellen, denn es kommt von Riddick 1887, jemand direkt aus der Community, den ich fast persönlich über Discord kenne. Lass uns mal in die Bilder reinschauen, schauen wir mal, was der so hier an System hat. Okay. Interessant. Ist noch was anderes? Ja, von den Monitoren so, keine Wandhalterung, sondern ja. Straight an die Wand, direkt mit so einem Lack, heißt es Lack, glaube ich, von IKEA. Also, mich stören die Kabel. Ja. Also wenn ich, das würde mich übelst abfacken, glaube ich. Ja, bin ich auch ganz bei dir. Sieht eigentlich alles ziemlich sauber aus, nur die Kabel. Es sieht sauber aus, aber die Kabel scheißen halt rein. Ja. Und ich frage mich, wie groß der ist. Ja, weil oh Scheiß. Der Tisch, also wenn du davon ausgehst, der Tisch hier ist, da kommt nochmal so viel und danach fängt der Monitor an. Das heißt, entweder guckt er so. Also es ist echt heftig. Oder es ist mega riesig, der Junge. Das ist eine gute Frage. Okay. Hauptsache da unten, was hat er? IT-Handbuch zum Fachinformatik. Okay, der lernt gerade anscheinend. Also muss echt groß sein. Also, krass. Allein schon von der Perspektive siehst du ja schon, dass es ein bisschen stressig ist. Ja. Die Flasche killt halt komplett rein. So. Ja, genau. Hä? Und diese Voodoo-Puppe, wo er sich manchmal denkt, ja, ja, der Techniker, der blöde Wichser, Alter, wenn er noch einmal eine Scheiße über RGB sagt und über mein Setup, sticht er ihm so nicht. Also ich muss sagen, es sieht nicht scheiße aus, aber ich würde, also meine ehrliche Meinung, würde ich es jetzt vielleicht nicht so machen. Und mich stellen die halt einfach die Kabel. Aber er hat zwei gleiche Monitore, okay? Ja, okay, sorry.
Sorry. Das wünscht man sich von manchen anderen. Nee, Kabel, übelst kacken. Also, wie gesagt, ich hätte es echt schöner irgendwie dahin. Und das Buch zum. Genau, das muss. Sonst lernen Junge nicht einfach als Headset-Ständer nehmen. So das Buch. Geil. Na, aber im Großen und Ganzen. Genau, lass mal PC gucken. Okay, Gehäuse kenne ich jetzt nicht auf Anhieb. Hat hinten ein bisschen rumgebastelt mit Corsa LL oder ML-Lüfter. Sieht man jetzt nicht so ein bisschen überhelligt. Also, es sieht eigentlich ganz gut aus. Aber irgendwas fehlt. So, ja, wo ich für mich sagen kann, okay, geil. Die Grafikkarte leuchtet. Irgendwas fehlt. Das könnte sein. IO, Wasserkühlung wäre ganz cool. Mich triggern halt wieder die Kabel, ja, da irgendwie genau. So seitlich rauskommen. Das irgendwie. Warum hat er die mit Tesa festgemacht? Ja, der hat die mit Tesa festgemacht, Alter. Was ist das denn? Die mit Tesa. Von Tesa ist richtig geil, ne? Kann ich euch auch nur empfehlen. Tesa reflektiert nämlich das RGB richtig geil, dann sieht man die besonders gut im Case. Und ich habe es jetzt auf einem recht schlecht pixeligen Bild erkannt, weil ich da. Auch nicht schlecht, RGB hatten wir auch noch nicht. Hatten, ne? Wir auch noch nicht, ne? Hat er noch ein Bild oder ist es Ende Gelände? Hier nochmal so von hier rechts oben. Hier von oben. Oh, hier sieht man nochmal schön das Kabel. Tesa. Maschallah. Übelst gut. Ach, mir gefällt der Lüfter, der unten verbaut ist, der die Grafikkarte zusätzlich befeuert. Ich bin ehrlich, ich bin nicht so ein Fan davon. Von so einem Lüfter da unten nochmal. Ja. Das Rot kackt auch überall. Ja. Was halt absolut gar ja, nicht. Aber es ist, glaube ich, ein relativ günstiges Setup. Das muss man schauen, was er geschrieben hat. Da kommt noch ein Foto, guck mal. Nee, guck mal in die Specs-Liste. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr sparsames Setup. Also ich muss sagen, es sieht nicht scheiße aus. Es ist Geschmackssache, glaube ich, einfach. Bin ich gespannt, was er schreibt. Hier ein paar Bilder zu meinem Setup. Verbautes MSI B450 Pro VDH Max. Ja, ein ziemlich günstiges Setup. AMD Ryzen 5 3600, ein Rave Prism Kühler drauf. Ja, 2x16 GB G-Skill Rip Jaws in ECDDY RGB Kühler. Ja, ist ein günstiges Setup. Der hat günstige Speicherriegel. Hat die was ja auch nicht schlimm umgebaut. Ist. Ja, ja. Ich finde es für das Geld ganz cool. Wie gesagt, das Kabelmanagement will ich halt echt nochmal überarbeiten. Aber gut. Asus Strix GTX 1650 Grafikkarte, 1TB Kingston SSD NVMe, 2TB HDD, Corsa Commander Pro mit 5x120mm LL-Lüftern, ein Aero Cool Rift Gehäuse. Okay, interessant, das habe ich gar nicht gekannt. MSI G11, Thermaltake eSports RGB-Tastatur, 2x Asus 22 Zoll Monitor. Also ich muss zugeben, dass ich es schade finde, dass er halt, also ich bin pro Corsair, ne, wisst ihr ja. Aber es gibt Fälle, wo ich Anti-Corsair bin. Und es ist so also ein Anti-Corsair-Fall. Also ganz ehrlich, bevor ich für 5 LL-Lüfter knapp, keine Ahnung, 130 Euro ausgegeben hätte, hätte ich zum Beispiel davon lieber ein schöneres Case genommen. Was hättest du denn für eine Lösung für die Kabel? Wenn er schon da ein schreibt, anderes Case kaufen zum Beispiel. Also anstatt 140 Euro für LL-Lüfter zu verfeuern, ja. Wenn man gerade so, also ist nicht böse gemeint, aber wenn man ein bisschen rum krebst oder einfach schauen muss, was man kauft und welche Komponenten, dass man irgendwie irgendwas hat, Digga, gebe ich keine 130 Euro für Lüfter ja, aus. Ja, das stimmt. Ich meine, wenn du eh schon irgendwie mit Geld um dich wirfst und irgendwie ein 4K-Setup hast, dann scheiß drauf, dann zahlt 500 Euro wegen mir in Corsair QL-Lüftern. Aber so finde ich es manchmal ein bisschen schade. Wie gesagt, nur ein Rat, nur ein Tipp, klar, man will auch RGB haben und RGB bringt natürlich auch FPS, von daher passt es. Ja, Verbesserungsvorschläge habe ich dir gerade mitgeteilt, Kabelmanagement und ja. Ja. Ne, weil er Lüfter mal sehen. Mit freundlichen Grüßen Radek aka Riddick 1887. Hat mich sehr gefreut fürs Einsenden. Danke sehr. Wir switchen zum nächsten. Nächsten, oder? Ja. Zum nächsten. Swipen wir zum nächsten, wie schon vorher gesagt, ne? Zwar zum Tabasco. Oder Tabasco? Ne, Tabasco. Tabasco. Yes, schauen wir mal rein. Ziemlich hottes Setup bestimmt, wenn er schon Tabasco heißt. Boah, Alter. Sexy. Die Grafikkarte ist richtig geil. Ja. Also, Alter, Falter. Eine meiner Lieblingsgrafiken. Oh, geil. Geil. Ja. Aber was ist das für ein Zeichen? Ich glaube, ich weiß auch, wer das ist. Das ist von... Hat er das selber? Oder ist das... Was ist das? Ja, hat er selber gemacht und mit RGB ausgeleuchtet. Das ist ein Gigabyte Aorus-Symbol. Hat er selber gemacht, das Zeichen?
Ja, das ist das Zeichen von dem Grafikkartenhersteller, Ach vom so, ja. Mainboard-Hersteller, wie du siehst. Gigabyte Sauber. Aorus und das komplette Ding ist halt Gigabyte Aorus. Die Wasserkühlung ist Gigabyte Aorus, Mainboard ist Gigabyte Aorus, die Grafikkarte ist Gigabyte Aorus und das Ganze sieht halt verdammt geil aus. Das sieht Hammer aus. Und ich kenne den PC, denn es ist eigentlich ursprünglich einer von den Technica-Builds, möchte ich mal sagen. Und der hat noch ein bisschen nachgeholfen, hat hier und da nochmal alles auf Gigabyte Aorus umgebaut. Hat nochmal die Lüfter umgebaut, was ich übelst geil finde, denn er hat die Lüfter auf Lianli Unifans gebaut. Und es gefällt mir in der Konstellation ziemlich hart geil, möchte ich sagen. Sieht Und was meinst alles du? Hammer aus. Sieht clean aus, sieht geil aus und ist auch nicht, wie es jeder hat. Vor allem, der hat auch saugeile Fotos gemacht, muss man dazu sagen. Ohne Ne? Scheiß. Also sehen richtig geil aus. Guck mal, wobei auch nochmal ein paar RGB-Settings hier, schön lila-green. Schön in Blau. Schick. Ich schwöre, das ist richtig geil. Also, was du da gemacht hast, sieht, Alter, Respekt an dich. Das ist echt cool, ja. Also der Umbau ist echt geil geworden. Mit den Lianli-Uni-Fans, aber richtig Ich geil. feier's. Bin ich gespannt, was er uns schreibt. Er wird noch. Oh ja. Aber er kann echt Fotos schießen, der Junge. Ohne Ne? Scheiß, wer ist Richtig Fotograf? geil. XPG Aber hier ist Rahmen. nochmal das Platz. Sieht Komplettes auch clean aus. Setup. Er mag anscheinend grün. Ist ein Asus TFG 501 oder so Gehäuse auf Aorus umgebaut. Ja, er hat gesagt, das kenne ich, das ist das Setup, was ich mal gemacht habe. Der hat einen Alienware-Monitor. Vater, Alter. Es ist ein dicker, krasser Gaming-Monitor. Also, Sieht alles wirklich sehr krass geil krasser aus. Stand aus. Ja, ich bin gespannt, was du schreibst. Mal kurz in die Ja. Speckliste gucken. Technische Daten, schön sauber in den PDF geschrieben, vorbildlich, der Junge. Wow, das hatten wir auch noch nicht. Ja. Das Gehäuse ist ein Asus TOF GT501, das Mainboard ist ein Gigabyte Aorus X570 Elite, der Prozessor ist AMD Ryzen 7 3800X, das Netzteil ist ein Be Quiet Pure Power 11 mit 700 Watt, ein Gigabyte Aorus 280 Super 8 GB vertikal verbaut, die schöne Grafikkarte, wie du vorhin gesagt Die hast. ist Hammer. Das ist Hammer. Ja, das Design wird es nie wieder geben, das ist von der vorherigen Grafikkartengeneration leider. Das Gigabyte hat sieht es so nicht geil aus. weiterverfolgt, die Vollpfosten. Richtig geil. Naja, gut. Krank. ADATA XPG Spectrix D60G Arbeitsspeicher 4,8 GB sind DDR4. Corsair Force MP510 960 GB. Western Digital Blue 2 TB, 1 GB Aorus Liquid Cooler 360. Die Wasserkühlung von Gigabyte Aorus mit Display. Ziemlich geil. Und jetzt kommt's. Dell Alienware AW3420DW 34 Zoll 120 Hz. Ein ziemlich kranker Monitor, der um die 1000 Euro kostet, aber halt Boah. wirklich von den Farben, von den Hertz her und von dem, also ist schon ein krasser Monitor, definitiv. Asus TOF K7 Tastatur, die Maus ist eine Rocket Cone AMO, der hat einen Biodynamics MMX 300 plus ein Corsair ST100, krasse Kombi, Biodynamic MMX 300, richtig geil. Die Lüfter umgebaut, alle komplett an Lianli Unifans, 6x120 mm und einmal 140 mm für hinten. Die RGB-Platte, die du gefragt hattest, wo das Logo drauf war, neben dem Mainboard und PSU-Cover sind Sonderanfertigungen von Custom Design by Pat. Sieht geil aus. Kennt anscheinend jemand, der eben das Zeug fertigt. Also, heftiges Setup, Tabasco. Ohne Scheiß. Heftiger PC, vor allem heftig umgebaut. Also, ich kenne ja, wie gesagt, den PC schon dann nochmal so krass umgebaut, vor allem mit den Lianli Unifans. Richtig sexy geworden. Sieht richtig geil aus. Ja. Danke dir fürs Einsenden, Tabasco. Wirklich großartig, vor allem großartige Fotos. Wirklich echt toll. Und wir sind heute schon am Ende, ne? Mit dem Sind wir heftigen schon am Setup. Ende Schon der angelangt? Höhepunkt unserer Setups Ach. für heute. Und Das beim Beste nächsten kommt Mal. zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Beste kommt vielleicht das nächste Mal, denn es wird noch mal nächstes Mal geben mit uns Es was. wird noch mehr Folgen Es wird geben. noch Seid mehr Folgen gespannt, mit ohne Valessa. Scheiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao. Los geht's. What's pop? Nein. So kann ich Was? nicht anfangen. Was musst du? Seelische Mord, ich darauf vorbereitet. So lange her? Warte kurz. No. Warte kurz. No. Ja. Jetzt, Vanessa, erzähl uns was. Du bist wieder da? Ich bin wieder back. Yeah. Ist es schon der Start? Nee. Okay. What's poppin', guys? Heute bin ich mal am Start. Heute einfach mal Scheiß auf Techniker. Ich mach das alleine. Das Ding, ich denke, das ist am besten so. Spaß, Techniker ist natürlich am Stissen Ich bin auch hier. da. Heute haben wir es endlich mal wieder geschafft, Wieder zusammenzufinden. Wieder zusammenzufinden und eure Sehr schön. Setups zu raten. Und ja, seid Darf gespannt. ich wieder ein bisschen von meinem Kamerabild haben oder wolltest du jetzt Ach so? so.
schon besser so. Ja, du kannst auch wieder hier dein kannst auch alleine Setup raten, wie du willst. Ja, da kommt aber dann nur Farbenzeug raus. Da kommt nur Farbenzeug raus. Ich labere auch nur so Farbenzeug. Lass uns Farbenzeug labern. Ja, okay. Los geht's. Seid gespannt. I'm a fucking phenomenon.